Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-il ist tot und die Weltöffentlichkeit verunsichert. Gemeinsam mit Parteifunktionären, Regierungs- und Armeevertretern trauert sein Sohn und Nachfolger Kim Jong-un am Leichnam seines Vaters. Das benachbarte Südkorea erhöht unterdessen seine Alarmbereitschaft wegen möglicher Cyberattacken aus dem Atomstaat Nordkorea. Die Menschen sind besorgt. Ich glaube nicht, dass wir uns freuen sollten, aber es ist ein Wendepunkt in der Geschichte der koreanischen Halbinsel. Ich habe gelächelt, als ich die Nachricht hörte, aber gleichzeitig habe ich Angst um mein Land. Ich habe sehr große Angst vor Krieg. Ich bin sehr betroffen. In Washington empfängt US-Außenministerin Hillary Clinton ihren japanischen Kollegen Kohiro Gemba, um über die veränderte Lage nach dem Tod von Kim Jong-il zu diskutieren. Wir teilen das Interesse eines friedlichen und dauerhaften Übergangs in Nordkorea, genauso wie die Wahrung des Friedens in der Region. Nachfolger des 69-jährigen Kim Jong-il ist sein jüngster Sohn, der mutmaßlich 28-jährige Kim Jong-un. Er gilt vielen als zu jung für das Amt. Experten erwarten, dass dadurch die Position des Militärs gestärkt wird. Der Machtkampf wird zwischen dem Militär, Teilen der Partei und der Familie ausgetragen. Wahrscheinlich findet das noch einige Zeit hinter den Kulissen statt. Ich würde erwarten, dass Kim Jong-un auf die offizielle Position des Machthabers gehievt wird. Aber er wird nicht notwendigerweise dieselbe Macht haben, die sein Vater hatte. Doch was bedeutet das für die nordkoreanische Bevölkerung, für die Region, für die Welt? Es wird sich wenig ändern, meint Politikprofessor Brian Bridges. Menschenrechtsorganisationen fürchten dagegen wegen der Machtübergabe verschärfte Repressionen, möglicherweise hunderte Hinrichtungen.